Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier bei der Mission der Peloponnesische Krieg. Allerdings erinnere ich mich gerade, dass das ein Speicherstand war, genau. Und ja, dann würde ich sagen, laden wir das Ding erstmal. Und genau, wir wurden hier belagert beim letzten Mal, richtig, von den bösen Spartanern und wir müssten jetzt hier... Ach, ich muss mich nochmal ganz kurz wieder reinfinden. Ich habe es wieder länger nicht gespielt, tatsächlich. Genau, wir müssen... Ah, wir haben die 12.000 Nahrung. Das heißt, das haben wir schon gemacht. Genau, wir haben schon die Segel gesetzt. Genau, wir können uns jetzt... Ah, okay, jetzt erinnere ich mich da, alles klar. Wir waren da vorne bei der Schlacht... Genau, und wir haben hier sehr viele Verlagern gebaut, tatsächlich, okay. Ja, das finde ich doch mal einen Plan, ganz ehrlich. Nein, 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 Holz, okay. Gut, und ja, würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter hier mit unserem guten alten Empire Earth. jo, also ich war bis jetzt, musste ich ganz ehrlich sagen, im... Flash vom, ja, vom neuen Command & Conquer Remaster, so rum. Und habe jetzt ein bisschen Empire Earth tatsächlich vernachlässigt. Das tut mir leid an alle, die hier zuschauen. Zum Beispiel Emerios oder Flying Dragon Gaming Games. Tut mir leid, dass ich Empire Earth ein bisschen vernachlässigt habe, aber hier ist es nun wieder und... Wir bereiten unsere Verlangen vor, um hier unten die Spartaner platt zu machen. Genau, es sind Spartaner hier. Und wir sind in der Antike. Genau, Leute, wir sind in der Antike und diese Lecks manchmal, ne? Naja, gut. Das neue Command & Conquer war wesentlich schlimmer, was Lecks angeht. Also von daher, jo. Gut. Warum reagiert meine Maus nicht? Hallo? Okay. Jetzt geht's wieder. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir teilen die auf. Jetzt habe ich aus Versehen die Aufnahme abgebrochen. Oh mein Gott, das fängt ja wieder gut an. Ganz ehrlich. Aber gut, was will man machen? Was will man machen? So. Alles klar. Gut, wir brauchten eigentlich noch Eisen. Aber Eisen haben wir hier nicht. Ne? Das ist ein bisschen Mangelware. Ich glaube... Sollen wir hier hinfahren zu Segesta? Ich glaube, ja, komm, kommt. Wisst ihr was, Leute? Ich hole mir hier einen Diplomaten. Wir können keinen Diplomaten bauen. Warum das denn nicht? Moment mal. Steht das hier oben bei diesen Tipps? Machen Sie mir bereit? Okay. Segesta möchte, falls ein Diplomaten... Ich habe keine Diplomaten mehr. Oder was? Oder doch? Nö, hab ich nicht. Super. Toll. Ich habe keine Diplomaten mehr, Leute. Ich kann auch keine bauen, ne? Das... Ah, doch, hier. Ja, super. Ich habe kein Gold mehr dafür. Oh nein, ich hoffe, dass ich das nicht brauche da jetzt. Oh, wo kriege ich denn jetzt Gold her hier? Wir brauchen Gold. Ressourcen sind in Segesta zu bekommen. Bereiten Sie mal hier vor, greifen Sie die spartanische Streitmacht an. Ja gut, Leute, da würde ich sagen, da die ja hier fertig sind, ne? Für den Thron. Geht ihr? Ihr seid jetzt meine Armee, ihr seid meine letzte Hoffnung hier. Verdammt nochmal, kein Gold mehr. Für Ruhm und Ehre. Ich glaube, wenn wir das hier, wenn wir das hier kaputt gemacht haben, ich glaube, dann kriegen wir Gold, oder? Wenn nicht, dann muss ich das Ganze nochmal neu starten. Ja, das ist dumm gelaufen. Wenn wir wirklich kein Gold mehr hierher kriegen. So, der hatte hier Steinschleudern. Genau, der hatte jede... Ach, du Scheiße. Der hatte jede Menge Steinschleudern, Leute. Mach die Dinger kaputt, los. Und mach die alle kaputt. So, haben wir es jetzt? Die kriegt ihr doch, oder? Oh, wir haben es. Tatsächlich ohne Segesta, Leute. Die Spartaner wurden besiegt.
Durch oh, Gott sei Dank. Hat Athen seine Freiheit gesichert. Ohne Segesta, tatsächlich. Das hat mich jetzt überrascht, dass das so gut ging. Baba, wir sind fertig. Sehr schön, Leute, wir haben die Mission. Das war ja wirklich nicht mehr viel, ne? Wenn wir hier hingegangen wären, hätten wir hier zwar Sachen abbauen können, allerdings wären dann irgendwann hier die Wo sind sie denn? Hier wären irgendwann Verstärkungen gekommen und die hätten uns dann hier angegriffen und das wäre dann viel, 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 ja, sagen wir es einfach, viel anstrengender geworden. Gut, Leute, aber so haben wir es geschafft. Wir haben die Spartaner platt gemacht. Und dann würde ich mal sagen, speichere ich das Ding nochmal, weil bevor es gleich wieder abstürzt, unter Griechen, alles klar. Und dann würde ich sagen, machen wir das Spiel beenden und dann schauen wir nochmal in die nächste Mission rein. Alles gut. Okay, Leute, Spielübersicht. Ja, gut, mach verlassen. Der junge Alexander ist die nächste Mission. Alles klar, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange rum, sondern gehen wir direkt rein. Unwissenheit und Aberglaube, grollte Aristoteles einst beim Sammeln wilder Kräuter nahe der mytilenischen Küste. Sie sind wie zwei Narren, die frei durchs Land ziehen. Okay. Als Athen in den Peloponnesischen Kriegen an Sparta fiel, verloren die Bürger das Selbstvertrauen. In der anschließenden Blüte von Furcht und Mystizismus zog sich der alte Philosoph und Wissenschaftler in einsame Höhen zurück. In Mytilene setzte Aristoteles seine naturwissenschaftlichen Studien fort, beobachtete und protokollierte Myriaden Charakteristika von Flora und Fauna. Doch eine neue Welle des Militarismus würde bald das Land überschwemmen. Ein junger Prinz namens Alexander sollte die Herrschaft über Mazedonien erben. Ein gewisser Philosoph und Wissenschaftler sollte den angehenden Feldherrn im Umgang mit der Macht ausbilden. Ah ja, Leute, also König Alexander, alles klar. Jo, würde bald das Land überschwemmen. Also die Herrschaft über Mazedonien, es geht hier also nach Mazedonien, Leute. Der mazedonische König Alexander und ein gewisser Philosoph und Wissenschaftler sollte ihn ausbilden. Mhm. Im Umgang mit der Macht. Sind wir jetzt hier bei Star Wars oder was? Naja gut. Treffen Sie Aristoteles vor der Stadt Mytilene und hören Sie sich an, was er zu sagen hat. Ja, wenn das mal alles wäre. Geschichte, Leute, für alle, die dies lesen wollen. Splitter ich mal ganz kurz durch. Wir sind 371 vor Christus. Also in der Vorantike tatsächlich. Gut, dann würde ich mal sagen. So. Diese Kräuter setzen die Leute aus Mytilene gegen die Rattenplage ein. Richtig dosiert, könnten sie die Verbreitung von Krankheiten oder Hungersnot beeinflussen. Ah, schau an. Was man wohl sonst noch Interessantes hier finden mag. Ah, was haben wir denn hier? Eine erstaunliche Pferderasse. Anders als alle anderen auf der Insel. Ja, wir kauften sie von einem mazedonischen Händler. In Mazedonien leben diese Pferde wild in den Bergen, sagte er. Aristoteles, Boten von König Philipp von Mazedonien sind eingetroffen. Sie wünschen euch zu sprechen. Aristoteles wurde nach Mazedonien gerufen, wo er König Philipps Sohn ausbilden soll. Das ist eine Ehre allerhöchsten Ausmaßes. Aristoteles muss sofort das Schiff nach Mazedonien besteigen und sich nach der Ankunft im Palast melden. Oh ja, er soll also das Schiff besteigen. Ich glaube, das ist ungesund. Aber wie ihr seht, es geht um Aristoteles und wir haben irgendwie keine Musik hier, ich verstehe es nicht. Okay, ich würde sagen, ich speichere das Ding mal. Ich finde das schade, dass da jetzt die Musik weg war. Gut, dann Spielladen Griechen. So, ich hoffe jetzt mit Musik. Jawohl, Leute, jawohl. Gut, dann würde ich sagen, wir können Zivilisationsbonis verteilen. Bürger und Fischerboote,
Nehmen wir Bogenschützen, Fußsoldaten. Bogenschützen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Angriff? Nee, lieber die Schwertkämpfer, weil jetzt kommen wir langsam so in das Zeitalter der Schwertkämpfer, Leute. Wir können sogar... Ja, gut. Zeitsenkung. Speerkämpfer. Ja, Speerkämpfer, da können wir doch mal die Kosten ein bisschen senken. Das ist doch ganz gut. Gut. Wir haben Aristoteles. Aristoteles. Ah. Schön, euch wiederzusehen. Ich erinnere mich noch an unsere Tage bei Hofe, als euer Vater der Hofarzt war. Und jetzt sollt ihr mein Lehrmeister sein. Eine Aufgabe, die mich mit Freude erfüllt, Gebieter. Ihr seht gut aus. Das Leben eines Prinzen bekommt euch. Wo ist der König, euer Vater? Er zieht in diesem Augenblick gegen lästige Rebellen ins Feld. Dann soll die Ausbildung sofort beginnen, Prinz. Wir gehen euren Vater beobachten. Und das ist die erste Lektion. Man lernt alles durch Beobachtung der Welt um uns herum. Okay, Leute. Wir sollen also... Ah, schaut mal hier. Philipp von Mazedonien. Cool. Wir haben aber eben gar nichts gemacht, ne? Ja. Bringen Sie Aristoteles und Alexander auf den Hügel, wo König Philipp vor einem Scharmützel mit den Rebellen steht. Alles klar, cool. Wir haben jetzt hier den jungen Alexander. Der sieht wirklich gut aus. Oder? Ja, halt Papiergrafik gut. Und dann würde ich sagen, wir sollen... Das Ende ist nah, ja genau. Aristoteles, Mensch. Dann sollen wir mal dem Vater beim Kämpfen zugucken. Dann machen wir das doch mal. Und ja, genau. So, wir sind da. Hallo? Ah ja, okay. Die Bergkrieger greifen an. Ich muss meinem Vater helfen. Nein, ich bitte euch, bleibt im Kampfe fern, Hoheit. Ihr müsst zusehen. Lernen. Okay. Das ist eine einfach gehaltene Schlacht. Einfach alle gegen alle. Na gut, die Phalanx-Taktik meines Vaters wird sie auch ohne mich besiegen. Aber... Was ist das? Seht, wie klug sie ihre berittenen Krieger einsetzen. Selbst die Elite-Soldaten eures Vaters durften Probleme haben, wenn auch nur kurz. Ja, der macht die ganz schön platt, muss ich sagen. Wir haben etwas Nützliches gelernt. Ich habe gehört, dass in den Bergen Mazedoniens edle Wildpferde zu Hause sind. Mit solchen Tieren könnten wir die Taktik eures Vaters mit der der berittenen Krieger kombinieren, die wir eben sahen. Schauen wir, ob wir die Wildpferde finden können. Ah ja, Leute, Wildpferde also. Hm? Halt! Lasst mich einen Moment mit meinem Vater sprechen. Vater, halt! Können wir einen Augenblick über die Schlacht reden? Er scheint beschäftigt, euer Hoheit. Kommt, setzen wir unsere Studien fort. Wir suchen die Pferde, von denen ich sprach. Wie geil, der ignoriert einfach seinen eigenen Sohn. Alter Schwede. Was für ein Vater war denn der König Philipp? Also wirklich. So, wir haben hier einen neuen Tipp. Finden Sie die Herde Wildpferde in den Bergen westlich der Stadt. Das ist doch mal eine geile Mission. Einfach mal so hier rumlaufen. Ja, da sind die Pferde, würde ich sagen. Ich sehe den Sieg voraus. Ja, ja, genau, Aristoteles. Ja, wie gesagt, der Vater ignoriert einfach seinen Sohn. Und ja, da sind die Pferde. Hallo. Ja, das sind die Pferde, die wir gesucht haben. Treiben wir sie in die Stadt zurück und in die Ställe. Okay. Einfach hinterherlaufen. Ja gut, alles klar, dann mach mal schneller. Schandtat.
Königsmord. Alexanders Vater wurde vor dem Stadttor ermordet. Für dies schreckliche Verbrechen müssen die Täter sterben. Okay, was müssen wir jetzt machen? Sie müssen die drei Attentäter töten. Alles klar. Wer wagt es, König Alexanders Vater zu töten? Hier. Das Ende ist nah. Da sind die Attentäter. Bergstämme. So, Leute. Sir. Okay. So, Mazedonier. Hier, los. Mach den kaputt. Blöde Attentäter. Die Mörder wurden hingerichtet. Doch diese hohle Rache tröstet nicht. Ich habe meinen Vater verloren. Kann nie mehr mit ihm sprechen. König Philipps Tod ist gerecht. Ganz Mazedonien akzeptiert Alexander als neuen König. Alexander und sein geschätzter Lehrmeister werden im Stadtzentrum Mazedoniens erwartet, wo der junge Prinz sich auf den Thron vorbereiten soll. Stadtzentrum Mazedoniens, also er hat den Mörder seines Vaters hat er quasi jetzt gekillt. Und bringen Sie Alexander und Aristoteles zum mazedonischen Stadtzentrum. Das mache ich doch gerne. Gut, das ist ja hier drin. Ne? Das ist das hier schon. Ja, es ist alles nicht weit. Der junge Alexander ist im Stadtzentrum und erwartet die Krönung zum König, sobald die letzte Phase seiner Ausbildung abgeschlossen wurde. Die Ausbildung möge beginnen. Ja? Und jetzt? Ah, hier. Beenden Sie Alexanders Ausbildung, indem Sie ihn im mazedonischen Stadtzentrum anwählen. Hä? Bitte was? Ah, hier, Alexander. Ein berittener König. Ich habe entdeckt, wie man die Pferde nutzt, die mein Gebieter und ich fahren. Wenn Alexander neuer König wird, kann er in seinen Ställen Krieger hoch zu Ross ausbilden. Diese werden zu seiner Kavallerie. Und ich könnte meinem Herrn noch mehr helfen. Ich kann nach Mytilene reisen und die Kräuter holen, die ich dort fand. Mit ihnen kann ich Krankheiten über unsere Feinde bringen. Ja, aber das konnten die Propheten in der letzten Mission auch schon. Falls Aristoteles zu den Blütenfeldern Mytilenes zurückkehrt, kann er Alexander helfen, aber das ist optional. Ja, das mache ich aber doch. Wenn das optional ist, machen wir das natürlich, ne? Klar. Hier diese Blumenfelder, die wir am Anfang gesehen hatten. Da müssen wir jetzt hin zurückreisen, um dem lieben Alexander zu helfen. So, der ist nach wie vor in Ausbildung und da würde ich sagen... Ich meine, dass dieser Weg hier sehr steinig ist. Genau, seht ihr das? Spiel speichern unter Griechen mal. Komm schon. So. Und, stopp, vorsichtig. Alex, vorsichtig. Transporter, vorsichtig. Knapp. Oh. Okay. Heil Alexander, Sohn von Philipp, neuer König Mazedoniens. Armee und Gebäude Mazedoniens stehen jetzt unter eurem Befehl. Ein Bote reitet von Süden hastig in die Stadt. Zweifellos bringt er schlimme Kunde. Gebieter, die Lage ist ernst. Athen und Theben rebellieren in dem Glauben, ihr und euer Vater seien tot. Schon machen sie Armeen mobil und rüsten zum Krieg. Das ist ein Bruch der Abkommen mit Mazedonien. Will Alexander seine Herrschaft festigen und Mazedoniens Einfluss in Griechenland sichern, muss er den Aufstand beenden und die Armeen von Athen und Theben besiegen. Ah ja, wieder Armeen platt machen, Leute. Allerdings würde ich ganz gerne hier erstmal das Optionale machen, Leute. Ganz ehrlich. Setz den mal ab. Und dann gehen wir hier hin. Lieber Aristoteles. Oder ist das hier... Mit diesen speziellen Kräutern, die ich fand, kann ich Alexander helfen, Aufständische im Zaum zu halten. Ah,
schaut mal hier, wir haben jetzt hier verschiedene Funktionen. Vulkan, Erdbeben, Feuersturm, Malaria, jawohl. Dann würde ich sagen, lieber Aristoteles, bringen wir dich mal zurück. Alle Mann an Deck. So, wo sind denn die Stürme? Da sind die Stürme. Oh, nicht so nah dran. Knapp. Das war knapp. Okay, Leute. Wir können ein bisschen Punkte verteilen. Was können wir denn hier noch auswählen? Kavallerie. Kavallerie, Speerkämpfer. Das sind doch unsere Reiter, ne? Alles klar, dann würde ich mal sagen, kriegen die einfach mal ein bisschen mehr, können wir ein bisschen mehr aushalten. Gut, Leute, dann. Mach den weg, so. Alles klar, dann würde ich sagen, bringen wir den mal hier rein. Was haben wir denn hier so? Besiegen sie sowohl die Athener wie auch die Thebaner. Alles klar, das kriegen wir hin. Leute, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, wir haben Bogenschützen. Streitwagenbogenschützen. Geil, Leute. Wir haben Verlangen, tatsächlich. Also E, Leute. Sehr, sehr gut. Wir können Einheiten bauen, jede Menge. Und wir können natürlich weitere Bürger bauen. Die schicke ich direkt zu den Feldern, damit wir da ja Nahrung abbauen können. Was ist das denn? Mazedonier, okay. Warum kann ich sie nicht steuern? Oh, das sind Bürger. Ach, da sind schon Bürger. Okay, ja gut. Dann geht ihr mal da sammeln, bitte. So, das sind 5, 6, 7. Da kommt dann der 8. Erstaunlich, auf jeden Fall, Leute. Ja, wir spielen das gute alte mazedonische Reich. So, ihr sollt dahin gehen. Warum? Ach, dann... Keine Ahnung. Dann geht dahin halt. Geht hierhin, genau. Warum wollt ihr nicht hier arbeiten, ne? Egal, Leute. Auf jeden Fall sind die Einheiten jetzt in der Mache. Noch ein paar, zumindest. Und, ja, warum das manchmal leckt, weiß ich auch nicht, aber es ist in Ordnung. Gut, unsere Armee wird größer. Eure Befehle? Verlangen, die können wir auch, wenn wir genug Nahrung haben, verbessern. Was zum... Oh, nein! Stopp, 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 stopp! Nicht das machen! Nicht das bevölkern! Um Gottes Willen! So. Ihr sollt da nicht reingehen. Kein Wunder, dass ich da keine Nahrung kriege. Oh Mann. Leute. Gut. Da sollt ihr hingehen. Ihr sollt Nahrung sammeln, nicht da reingehen. Ja, ich habe die jetzt aus Versehen bevölkert. Hier, schaut mal. 5 von 8. Ja, wenn ich jetzt noch 3 reintun würde, würde das Einkommen erhöhen. Aber das bringt, glaube ich, nichts. Gut. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, es gefällt euch soweit, das Empire Earth hier. Ich finde es super. Und hier ist Theben und hier unten ist, was war das? Sparta? Sparta, Theben? Moment. Athena. Okay, jetzt sind wir wieder ein anderes Volk. Das ist sehr interessant. Beim letzten Mal waren wir nämlich die Athener. Aber gut, dann würde ich mal sagen... Bau mal weitere Bürger, bitte. So, noch 5 Stück. Passt genau von der Nahrung her. Und wieder diese geile Mucke, wirklich. Da sind Steinvorkommen. Brauche ich hier Steine? Nee, eher nicht. Aber Reiter hätte ich ganz gerne. Oh, die können wir uns sogar leisten. Nahrungsmittel und Gold. Ja gut, okay. 2 Stück erstmal. 3 Stück erstmal. Was haben wir hier noch? Begleitkavallerie. Ah, wir haben also verschiedene Reiter, Leute. Das ist verdammt interessant. Genau, da sind ja die Pferde, ne? Die wir letztens, die wir eben da, ja, hingetrieben haben. Und ja, dann würde ich mal sagen, wenn die Nahrung jetzt nach und nach auffüllt, Leute,
baue ich noch so ein paar Dinger hiervon. Wir sollten darauf achten, nicht so viel auszugeben. Euer Vater hinterließ eine leere Schatzkammer. Und ihr bekommt Gold und Eisen nur, wenn ihr feindliche Städte plündert. Ja, ja, ist alles gut. Ist alles gut. So, Fahrlangen. Los, noch mehr Einheiten. Wir brauchen mehr Einheiten. Wirklich. Ich glaube, Stein brauche ich nicht. Nee, Stein werde ich nicht brauchen, Leute. Alles klar, dann... Jo, würde ich mal sagen. Eure Befehle für den Thron. Gehen wir das mal in Angriff hier. Für den Thron. Genau. So, das sind noch 4 Stück. Unsere griechischen Vettern haben Phalanx-Einheiten, unterstützt von Wurfmaschinengebietern. Doch mit dem neuen Reiterheer könnt ihr sie von der Seite angreifen und rasch ausschalten. Mit dieser Kavallerie wird keine Armee der Welt gegen euch bestehen können. Das stimmt. Das ist sehr geil gemacht, ja. Dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip hier. Das ist richtig gut. Aber ich glaube, wenn wir die Phalangen jetzt mal erstmal ein bisschen mehr aushalten lassen, mehr Schaden machen. Und ansonsten haben wir ja nur Reiter, ne? Ja, das passt eigentlich. Dann mache ich nochmal Geschwindigkeit mehr. Dann sollte das auch mit den Phalangen gehen. So, die können auch mal ein bisschen... Ah, Gold. Schade. Schade, schade, Leute. Gut. Ja. Wie sieht's mit den Reitern aus? Brauchen die Eisen? Nahrungsmittel Gold. Verdammt nochmal. Die brauchen alle Gold, die Sachen. Okay. Alles klar, nicht genug Ressourcen. Gut, das war's. Wir haben Einheiten, die wird sogar überschritten. Cool. Gut. Leute, dann würde ich mal sagen... Nein, 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 stopp. Bevor ich die jetzt hier gruppiere... Der Olymp spricht. Der Olymp spricht, genau. Du siehst den Sieg voraus, ne, genau. Gut. Dann würde ich mal sagen, Leute, marschieren wir noch kurz hier hin. Und gucken mal, was die da... Was wir da zu sehen kriegen, genau. Dann ist auch schon gleich schon wieder die Folge vorbei, du meine Güte. Ach ja, das geht mal ganz schön schnell. Und es ist auch schon spät, also ich werde dann auch aufhören aufzunehmen. Eure Befehle? Ja, ist kurz vor Mitternacht, deshalb. Für Ruhm und Ehre, der Olymp spricht. Der Olymp spricht, genau. Was wollt ihr? Der hat genauso eine aggressive Stimme wie auch der andere Typ beim letzten Mal. Wohin soll ich gehen? Ah, hier, okay. Gut. Was wollt ihr? Alles klar. Da flaut er uns direkt mal an hier. Ist in Ordnung. So, gut. Ui. Naja, das mit den Rucklern, da werde ich mal gucken. Ja. Was sollt ihr? So. Leute, wohin du gehen sollst, das werde ich dir sagen. Hier oben wäre auch ein Eingang gewesen. Ja? Gut, alles klar, egal. Dann fahren wir. Dann laufen wir einfach mal hier unten rein, oder? Oder geht das nicht? Okay, dann Kommando zurück. gut. Dann Kommando zurück. Dann sind wir hier falsch. Dann müssen wir hier oben rein, alles klar. Gut. Auch nicht schlimm. Und ja, Leute, geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Wie gesagt, also ich nehme es später am Abend auf. Bin auch langsam müde. Daher kommt das Ende der Folge ganz gelegen. Aber wie gesagt, ich könnte eigentlich auch noch weiterspielen, ne? Aber ich spiele morgen weiter. Da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit und alles. Ja. Und kann mich mal um diese Ruckler hier kümmern. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das ruckelt. Wohin soll ich gehen? Muss ich nochmal im Fraps nachgucken. Ah, da ist tatsächlich auch schon meine Uhr, Leute. Alles klar, dann würde ich sagen, laufen wir nochmal kurz dahin. Was wollt... Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ja gut, komm, dann... Schlacht von Theben. So. Dann... Jo, der Aristoteles, der... Ja. Joi, das war schon die Schlacht von Theben, alles klar. Die Armee von Theben wurde geschlagen. Die Volksversammlung bittet um Frieden. Mazedonien nimmt Gold und Eisen als Tribut von Theben. Gold und Eisen als Tribut, alles klar. Aber das würde ich sagen, machen wir echt beim nächsten Mal.
Ich habe eine Armee besiegt und meine erste Stadt erobert. Doch kann ich diese Tat nicht mit meinem Vater teilen. Ja, das ist schon ein bisschen scheiße. Das kann ich schon verstehen, Alexander. Aber gut, was willst du machen? Es ist halt passiert und ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding jetzt nochmal unter Griechen. Und wenn euch das gefallen hat, jo, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.